So, liebe Leute, zurück zu... So, liebe Leute, willkommen zurück zu Forza Motorsport 5. Wir gehen das nächste Rennen an mit unserem geilen BMW M3. Auf dem Sebring Ring, glaube ich. Hieß die Strecke so? Sebring Ring? Ring-a-ding-dong? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wieder zurück. Und ja, wir versuchen natürlich unser Bestes, weiterhin Goldmedaillen einzufahren. Warum fährt der denn so langsam? Na egal, passt schon. Ach so, ja, genau. Wir hatten ja... Oh, shit! Stimmt, wir hatten ja so ein 1-gegen-1 Duell jetzt. Gegen den Stick oder sowas. Ich hab keine Ahnung. Oh, fuck. Ja, gegen den Stick und so. Und ja, da vorne ist er ja auch. Boah, das ist schon nicht heftig, ziemlich heftig mit der Sonne gemacht. Du versuchst es ähnlich, fahr einfach außen lang, ich sehe nichts. Ich hab nichts gesehen, ey. Oh, shit. Aber diesmal nicht zurückspulen. Muss nicht bei jedem Saal sein. Oh, Entschuldigung. Perfektes Überholen war. Erstmal noch einen Rempler gegeben. Ist direkt hinter uns, die Sau. Wie viele Runden haben wir? Zwei Runden haben wir zu fahren. Oh, wie oft bin ich die Strecke gefahren, schon. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich meine jetzt nicht in diesem Let's Play, sondern insgesamt. Wie gesagt, ist schon eine Strecke, die länger Forza begleitet. Coleyman 69, keine Ahnung, wer das ist. Aber solange ich meine Aufgabe hier erledige. Was war das denn für ein Move? Was war das denn, Alter? Da konnte ich echt nichts machen, habt ihr gesehen. Da wollte er den einen überholen, schert plötzlich aus nach rechts. Und jetzt ist der Wurm drin, Alter. Ich hol dich zurück auf die Straße, Junge. Ey, ich hol dich weg von der Straße, Mann. Glaub an dich. Ihr wisst schon. Alter, die scheiß fucking Sonne, ey. Oh ja. So, jetzt noch schön den Windschatten mitnehmen. Wunderschön vorbeigezogen. Ach ja. Was war denn? Das ist ein Toyota, wa? Toyota Supra oder wie hieß der? Ich glaube schon. Ach so, genau. Weil so viele auch fragen, was ich denn für ein Auto fahre. Ich fahre auch einen Toyota. Mehr braucht ihr nicht wissen. Toyota Concept Car übrigens. Weiß nicht, 200, 300 Mille, also 200, 300.000 wert oder so, ich weiß nicht ganz genau. Könnte sein, könnte vielleicht auch nur 10.000 Euro sein, ich weiß es nicht genau. Oh ja. Mein Vater will mir ja nicht sein Auto geben, weil er denkt ja, ich würde ihn zu Schrott fahren wahrscheinlich. Könnte passieren. Nein, Spaß. Was macht er denn hier? Überspring doch mal die Sache. Was ist denn hier los? Grandiose Siegesrunde nochmal hier. So kann man also auch fahren. Aha. Na komm, was ist denn los hier? Hallo? Hallo? Willst du mich schon wieder verscheißern, oder was? Sag mal, was ist denn das jetzt hier? Was war das denn jetzt?
Hat es jetzt so ewig geladen oder was war das? Ich weiß nicht, was das war. Hallo? Darf ich überhaupt noch was überspringen? Hallo? Hallo? Sag mal, Leute, was ist denn jetzt los? Darf ich hier überhaupt noch was drücken? Darf ich das? Mensch, ey. Fuck mich nicht ab. So krass war der Sieg jetzt auch nicht. Wollen wir jetzt hier nicht 5 Jahre durch die Gegend düsen? Als nächstes warten die Hügel des Mount Panorama Circuit in Australien auf Sie. Auch die Strecke sind wir schon mal gefahren. Ah, ich kann mich so aufregen, Leute. Ich schwör's euch. Der größte Kritikpunkt, den ich immer an Rennspielen habe, ist die magere Rennstreckenwahl. Es ist einfach Tatsache. Ich kann mich so aufregen, ja. Das ist, wie viel das Rennen ist denn das vor uns? 10. insgesamt? 12., 15., 10., 12. ungefähr. Und wir haben jetzt schon mehrmals die gleichen Strecken gefahren. Ich verstehe das, ich verstehe es echt nicht. Aber da schließe ich auch nicht Gran Turismo aus. Da müssen sie ja auch immer 5000 Milliarden Autos reintun. Und 20 Strecken oder so. Ich verstehe es nicht. Aber naja. Ist vielleicht nicht ohne Grund so, dass meine Lieblingsrennspiele dieser Generation keine Simulation waren. Sondern, ja, wie gesagt, Burnout Revenge, das zähle ich noch auf jeden Fall zu dieser Generation, auch wenn dann nur eine Xbox 360-Version kam. Und Dirt 1. Dirt 1 war auch richtig geil, finde ich. Von der Abwechslung her, boah. Und von der Steuerung. Es hat so Bock gemacht. Dirt 1, Alter, wie lange ich allein die scheiß Demo gezockt habe. Boah, unfassbar. Mit dem Buggy und so weiter und dann mit den richtig fetten 1000 PS-Wagen über die Hills und so weiter fahren ohne Ende. Und dann die Trucks und Alter, Dirt 1, wirklich ohne Scheiß. Bestes Dirt-Spiel. Dirt 2 war dann eher so ein kleinerer Reinfall. Im Vergleich, Dirt 3 ging dann wieder in die richtige Richtung. Dirt Showdown, ja, das kannst du da jetzt nicht unbedingt mit reinziehen. Als Rennspiel direkt. Aber ja. Super geil. Komm schon, geh zur Seite mit dir. Perfektes Überholen, sag ich dir. Perfektes Überholen. So will ich das sehen, mein Junge. So will ich das sehen. Oh, wieder gegen die Sonne, ey. Alter, wow. Oh, zum Glück hatte ich bisher recht viel Erfolg mit das Auto fangen oder so. Also so ist mir im Echt bisher nur ein einziges Mal das Auto ausgebrochen. Und zwar im Schnee. Wo ich dann ein bisschen zu viel Gas gegeben habe und dann plötzlich mich gedreht habe und ich dachte, ja, wie gesagt, habe ich auch schon gesagt, ich dachte, ich bin Jim Diesel oder so, Maria Esser, 360 around und dann gebe ich Gas, aber naja, war dann nicht so ein geiles Gefühl, wenn du im Schnee plötzlich so einen Dreher machst, das ist kein gutes Gefühl. Oh, der arme Mercedes, das tut mir aber leid. Das tut mir leid. Boah, gibt der Gas. Was ist da denn los? Oh, hier. Das Rennen der großen drei Marken. Ja, BMW, Mercedes und Audi am Start. Ist aber, hab ich auch manchmal so den Eindruck, als das wäre immer so eine Glaubensfrage. Man müsste sich entscheiden, ne? Entweder oder. Aber ich kann nur sagen, ich würde alle nehmen. Ich würde jede Marke nehmen. Auf jeden Fall. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich rein vom Aussehen her. Ist auch schwer, ist vom Modell zu Modell anders. Mercedes mittlerweile mit den neuen Heckleuchten, der andere Wagen hinter uns auch hatte. Das sieht auch richtig geil aus, finde ich.
BMW ist auch cool, aber Audi ist auch geil. Weißt du, es kommt immer vom Modell zu Modell. Aber am Ende, wenn ich da 60.000, 70.000 Euro ausgeben würde, dann würde ich nicht nur nach dem Aussehen gehen. Aber es ist natürlich bei einem Auto mit einer der wichtigsten Punkte, finde ich. Aussehen, ja. Besonders in diesem Bereich der Kohle, ja. Aber auch auf die inneren Werte kommt es an. Wie bei den Menschen halt, weißt du? Ein sehr weiser Spruch. Nicht schlecht. Während er hier um die Kurven gurkt. Ich glaube, das müsste sogar das letzte Rennen mit dem BMW sein in diesem Wettbewerb. Wäre nochmal ganz geil zum Abschluss. Boah, ja, aber beim nächsten Mal muss ich mir echt am besten Allradantrieb. Oder wenn ein Frontantriebler. Ja, glaube ich auch nicht so schlecht. Ich meine, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat an den BMW, mit diesem Heck ausbrechen, dann ist das nicht so schlimm. Es macht auch Bock, mit dem Wagen durch die Gegend zu heizen hier. Und vor allem ein bisschen so auch die Markierung auszureizen. Gerade eben, das macht einfach Bock. Aber soweit bin ich noch nicht. Soweit bin ich absolut noch nicht, dass ich hier irgendwelche risikoreichen Manöver fahre. Ich bin froh, dass ich überhaupt auf der Strecke bleibe teilweise. So, dann fahren wir den Sieg ein. So muss das sein hier. So muss das sein. Schön. Schönes Ding. Sieht schon nicht schlecht aus, wie der ganze Lack und so weiter abgekratzt ist von den Autos, aber da ist definitiv noch ein bisschen mehr drin. Auf jeden Fall grafisch ist auf jeden Fall noch einiges drin, denke ich. Wir sind ja auch tausendmal jetzt gesagt, wir sind ja erst am Anfang. 9% schon? Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. So, ich glaube, das war wirklich das letzte Rennen, unser oder? Unser heutiges Ziel ist der Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien, der als einer der anspruchsvollsten Kurse der Welt gilt. Was für ein Ding? Ja, natürlich kennt man auch diese Strecke mit der übertrieben langen Kurve, die man hier gerade sieht. Strecke mit dieser kleinen Kurve, die man, glaube ich, auch Vollgas nehmen kann. Je nach Wagen. man kann auch ordentlich rausfliegen, glaube ich. Deswegen, aber ich glaube, das müsste wirklich jetzt die letzte Fahrt sein. Das letzte Rennen. Das gehen wir allerdings erst im nächsten Rennen an, Leute. Im nächsten Part, meine ich. Denn ich mache hier erstmal eine Pause. Ich hoffe, es gefällt euch weiterhin, das Projekt. Wenn es der Fall ist, gerne ein Like da lassen. Auch eure Meinung zum Spiel immer gerne reinschreiben, wenn ihr da Bock drauf habt. Und auch mal schreiben, was ihr nehmen würdet. Genau, das wäre nochmal eine Frage für diesen Part. BMW, Audi oder Mercedes? Das wäre doch mal so eine kleine Frage. Die könnte man doch machen. Ja. Wie gesagt, wenn... Ich würde allgemein alle nehmen, aber wenn, dann glaube ich ein Audi. Ja. Ich finde es einfach mit diesem... An der Hintertür, diesen Lufteinlass bei den Audis finde ich optisch einfach Sahne. Naja gut, wie gesagt, gerne eure Meinung dazu. Ich bedanke mich fürs Zusehen, haut rein und tschüss.